Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und wieder mal das übliche Problem. Timer vergessen einstellen. So. Und diesmal bin ich ganz gewitzt. Und zwar mache ich es mir auf dem Ich-Bett. Und mir wurden wieder viele Kommentare zugetragen. Ey, Mr. Wolfmann. Red nicht im Dialekt. Red normal. Und da kann ich nur drauf sagen. Okay. Wenn es euer Wunsch ist. Meinetwegen mach ich's halt mal. Also. So, Timer ist hochgestellt. Also angestellt. Dann Musik eindrehen. Hopp. Hoppe, hoppe, Reiter. Jui. Einzelspieler. Let's Play Welt. Jui. Ich muss sie erst wieder einkriegen. Oh, unsere Eisen schmelzen dahin. Ui, wir haben zu wenig Kohle. Ups. Nein, ich hab's nichts gesehen. Nichts gesehen. Ah, da bin ich drin. Golderz. Komm, da müssen zwei Stecker reichen, oder? Haben wir lieber noch einen dritten, Annie. Ui, das brennt. genau. Ich wollte ja nicht mehr im Dialekt reden. Also, jetzt haben wir einen Goldbarren. Und weiter geht's. Und ganz ehrlich, irgendwie wäre hier eine Disco ganz geil. Nur dazu bräuchten wir Diamanten. Also, ich muss dazu sagen, ich habe schon mal so eine Art Disco gebaut, aber meiner Meinung nach ist die blöd geworden. Wartet, ich zeig's euch ganz kurz mal. Speichern zurück zum Hauptmenü. Einzelspieler. Survival-Welt war's, glaube ich. Yep, war's. Da hab ich mir einiges Spaß erlaubt. Und wohlgemerkt, nichts gecheatet. Alles Survival. Also alles normal Überlebensmodus. Oh, meine Schatzkiste. Außer das hier. Das war gecheatet. Aber noch nie benutzt, wie man sehen kann. Also. Rauf. Okay. Das ist auch gecheatet. Aber sonst wirklich nichts. Und ja, ich weiß, ich befinde mich gerade im Creative-Modus. Hier habe ich eine Kiste versteckt, dass ich schnell an den Cobblestone komme. Den Gang. Doch, genau. Hier wollte ich den Enchantment-Table eigentlich reingeben. Und hier ist die Art Disco. Hier schön der DJ mit den als Schneegolem. Der hier auf seine DJ-Pult eben alles durchmixt, die Gäste und der Barkeeper. Und hier ein komplettes Glasdach, das unten schön wächst. Meiner Meinung nach geil. Also einigermaßen geil. Schreibt einfach mal rein, wie ihr es findet. Oh, genau. Und ein bisschen Gitter geformt. Aber es sieht nicht so gut aus als wie in unserer Welt. Nämlich. Da-da-da! Geronimo! Ja. So sieht's von innen aus. Ui. Nämlich früher war hier auch ein Berg und so weiter etc. Wo bin ich da rausgekommen? Oh. Sieht für die Welt ist, glaube ich, Sternchen, lol, Sternchen. Wer sich die Welt auch ansehen will. Aber ich glaube, die Seeds sind umgeändert worden. Weiß ich nicht, ob ich richtig liege, aber könnte sein. Ja. Also, das hier ist eben sozusagen meine Survival-Welt.
nichts gecheatet, alles selber gebaut, etc. Und ja. Jetzt speichern und zurück zum Hauptmenü. Einzelspieler, Let's Play Welt. Ich habe gerade auf den Timer gesehen, die Uhr sagt noch ungefähr 9 Minuten. So, 41 Eisen haben wir schon. So, gleich mal ein paar XP bekommen. Ach du heilige Kacke. Wir haben 44 Eisen. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, bei Pocket geht das langsamer, bei der Pocket-Version. Was ist denn das? Noch Erde da unterhalb? Was für ein unordentlicher Bauer bin ich bitte sehr? Mr. Wolfman, du bist der Bauer, der du immer bist. Self this. Ich weiß, sieht wieder wie Erde aus, aber mir doch egal. Hackenslayer. Sorry, den Witz musste ich einfach nur rauslassen. Der war Pflicht. Der war wirklich Pflicht. Was ist das? Spinnauge? Ach, genau, Redstone haben wir jetzt ja. Jetzt können wir noch mehr Unfug anstellen. Ah. Und das mit der einen Folge, die nicht draufgekommen ist. Es tut mir echt leid. Und übrigens, Gamer Julian, oder wie du auch immer heißt. Entschuldigung, dass ich dich blocken musste, aber ganz ehrlich, Minecraft buggt bei mir nicht. Allerhöchstens meine Maus. Aber ich glaube noch immer, dass dein Internet buggt. Da, sieh. Ui, 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 ui. Und ja, ich weiß, dass du mein Let's Play siehst, weil du in einem deiner Kommentare geschrieben hast, du siehst sie dir nur an, weil sie so schlecht seien. Aber, ja. Hopp. Also, was kann man so reden jetzt gerade? Vielleicht... Thema Schneemai. Na, nein. Das ist bereits verflogen, ist Thema. Wer das jetzt nicht gerade checkt, naja, bei ein paar Bekannten von mir war im Mai noch Schnee. Wohlgemerkt, sie leben nur auf einem kleinen Hügel. Nicht auf einem großen. Hopp. Und das wegen dem YouTube-Design, den neuen. Ganz ehrlich, mir gefällt es überhaupt nicht. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, würde ich sofort umändern zu einem alten YouTube-Design. Nämlich, ich mag das neue einfach nicht. Ich weiß, es gibt neue Features und so weiter, aber es gefällt mir einfach nicht. Ich weiß ehrlich nicht, woran das liegt. Ui, da war eine Möhre drin. Aber ja, wir haben eine Karotte. Wir haben eine Karotte. Die pflanzen wir gleich wieder ein. Ich vermute, die muss ich länger lassen. Ach, Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschnupft. Und irgendwie will ich wieder terraformen. Fragt mich nicht, wieso. Ehrlich gesagt hasse ich den Scheiß. Das mit dem Terraformen. Es zieht. Und Alter, ein Freund von mir, der macht echt bekloppte Videos einfach nur. Ich habe ihn eher auf meinem Kanal verlinkt. Fabian Seber heißt er, glaube ich. Also sein Kanal. Alter, der macht einfach nur die beklopptesten Videos ever. Mit seinem Cousin, glaube ich. Ach, komm schon. Ganz toll. Und auch noch Erde.
Zum Beispiel in einem von seinen neuen Videos haut der Typ sich, ich schwöre, glaube ich, eine ganze Packung, na, zweieinhalb Packungen oder so, Ding, Brausepulver hinein. Der ist einfach nur durch. Aber im guten Sinne durchgemeint, also bitte nicht aufregen, gell? Es gibt ja immer noch im guten und im schlechten Sinne aufregen. Hopp. Jui. Und ich überlege noch immer, ob ich ein einjähriges Let's Player Special im Nachhinein machen soll. Ich meine, Jubiläum war ja bereits mit einem Jahr. Ja, ja, ich bin bereits ein ganzes Jahr auf YouTube. Ja, ja, da lernt man schon einiges. Hm? Ja, okay. Eimer, Zucker, was brauche ich denn jetzt da? Was brauche ich? Irgendwas wollte ich. Ich muss überlegen. Fuck, wieso fällt es mir nicht ein? Ach, shit. Steinschwert einmal ausrüsten. So. Einziges Wort, was mir da einfällt. Bratenhühnchen, Lossi, Bildsuppe, Rüstet Ohrs. Genau! Ah, jetzt fällt es mir ein. So. Als erstes einmal Monster ein. So, wie es kommt, oder? Ja. Also Monster ein drin. Einfach, fertig, zurück zum Spiel. Ich schau mal kurz auf den Timer. Ich weiß, das nervt, aber. Was soll's? 2:03 haben wir noch. So. Und heute muss ich eine längere Aufnahmesession machen, nämlich ich bin jetzt 5 Tage? Ja, 5 Tage circa außer Bundesland. Und da wird's ganz schön lustig. Njam, njam, njam. Ah, wieder wach. So, gleich mal Schwert ausrüsten. So. Skeletor! Ich wollte mein Schwert nicht kaputt hauen. Andy! Andy Endersman! Enderman! Slenderman! Ich weiß, man muss ihn auf die Beine schlagen. Ach du Heilige! Ein Creeper! Macht immer wieder Spaß, kleine Spinnen umzubringen. Schwert kaputt, Schwert kaputt, Schwert kaputt. Bitte tu mir nicht. Smee. Und zack! Nicht explodieren. Zack! Zack! Ich hasse Creeper. Oh oh. Ganz vergessen, wir sind in einem Sumpfbiom. Das heißt, demnächst werden wir von Schleimen überrannt. Andy! Put, 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 put. Andy Endersman! Andy Enderman! Wo klaut der bitte sehr die Erde? Ich hasse Endermänner. Ja, genau, einen Weg wollte ich bauen. Noch zahlt sich nicht wirklich aus, oder? Na komm, so einen kleinen Vorplatz. Hier, so. Hopp. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack.
Ja, das geht schon. So, dann führt der Weg hier so rum um den Baum. Wieder kurz Zeit zu einem Einerweg. So. Dann geht er hier wieder. Oder? Geht er hier schon wieder zu einem Zweier? Nee. Da bleibt er noch ein Einser. Dann geht er hier entlang. Und da haben wir auch schon kein Gravel mehr. Wieso ich immer die englische Bezeichnung sage? Hallo? Warte kurz. So, dann haben wir es richtig. English, UK. Dann. Back the game. Dirt, Stone Hoe, Iron Axe, Iron Spade, Iron Pickaxe, Stone Sword. Stone Sword? Yeah, Stone Sword. Okay. Nein, ich rede jetzt nicht Englisch. Nämlich ganz ehrlich, wenn ich Englisch rede, versteht mich niemand. Ich weiß schon, wo es zwischen herkommt. Unter uns ist, glaube ich, eine Höhle. Was ist da, glaube ich? Die habe ich selber ausgehoben. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Ich mich. Nicht Mario. Ich würde mal sagen, wir erkunden ein bisschen die Gegend. Tümpel, den bauen wir zu. Ich weiß, ich habe mich verbaut, aber mir ist das schnuppigal. Schnuppididuppidigal. Das ist mir nicht egal. Also ich bin wirklich der beste Bauer ever. Na, Schweini. Oh, Schwein in HD. Welcher Taste habe ich mich nochmal schnell... Ah, etwas. Schweini. Mach mal. Nein. Ah. Oh, Schweini. Knacks. Oh. Ja, man merkt schon, wie gut ich so spielen kann. Wow. Alter. Nee. Alter, wie soll ich ein Viertelstunden aus überleben? Ich kann nicht mal entscheiden. Nach der Aufnahme muss ich mich unbedingt schneuzen. Mal ernsthaft. Ich kann nicht mal 15 Minuten normal quatschen. Oh oh, Timer abgelaufen. Oh komm schon. Mist, was? Ich mach nur kurz Aufnahme, Stopp. Also es wird anscheinend doch etwas länger. Nämlich. Ich mache jetzt gleich eine halbe Stunde. Oh, jetzt hat's gedisst. Wartet kurz. Ich muss nur schnell auf Nummer sicher gehen. So, und damit ich diesmal nicht auch vergesse, den Timer zu beachten, habe ich ihn diesmal genau neben mir hingestellt. Ja, jetzt. Jetzt passt alles. Komm, erkunden wir mal ein bisschen die Gegend. Einige wissen bereits, dass ich mehr weiß als wie so manch anderer. Und mein Nachbar, der weiß mehr als ich. Nämlich er hat einmal den Seed dabei gehabt, als er nichts eingegeben hat. Oh, mir fällt gerade was ein. Zuerst mal. Ja, ich weiß. Hey, du kleine Muschi. Aber das ist mir wert. So,
gleich fertig ist. Und jetzt da. Nämlich, ich weiß schon, dass hier irgendwo ein kleines Hexenhaus ist. Und ich habe keinen Bock, dass mich diese kleine Witch gleich attackiert. Daher, so. Oh, und übrigens, wieso ich wieder reingehe? Ich will mich nicht verlaufen. 1, 2, 3, 4. Und einen Redstone. Und jetzt rede ich schon wieder im Dialekt. Wieso? Das macht mich aggressiv! Alter! Ohne Witz, das macht mich aggressiv! So. Ups, der Kompass bringt ja gar nichts. Oder? Nein, ich wollte nur kurz was ausprobieren. Mich früher hat man sich irgendwie mit dem Kompass teleporten können oder so. So durch den Boden durch. Alter, ihr wollt nicht wissen, wie oft ich da verreckt bin. Ja, der Kompass hilft wirklich sehr gut. Obwohl, nein, mache ich nicht. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich vielleicht eine Gedenkfackel oder sowas hinsetze, wo wir gespawnt sind. Ach du Scheiße! Ah, ganz toll. Und ein Hühnchen auch noch. So, damit ihr es nicht vergessen. Nein, Hühnchen, dich mag ich nicht. Du bist ekelhaft. What a shit is going on? Alter! Hölle um Hölle oder was? Komm schon! Das Spiel will mich dissen. Also ganz ehrlich... Die Dinger da habe ich nicht mal in der Kopie gesehen. Alter, ich glaube, ich bin am falschen Weg. Oder bin ich auch. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich jetzt am Weg zu einem. Ich weiß, den Namen habe ich jetzt geflaucht, aber. Mörderhöhle. Oder am Weg zu einem Hexenhaus. Warte. Der Berg erinnert mich. Ist da? Ja, das ist er. Wir können schon wieder umdrehen. Nämlich, ganz ehrlich, die Schlucht will ich mit Monster erkunden. Komm schon, das ist nur ein Weg. Seid mir nicht böse, aber... Slash Game Mode 1. So. Ah, fliegen tut gut. Seid mir bitte wirklich nicht böse. Kommt schon. Ich will nicht den ganzen Weg wieder latschen. Irgendwie komme ich mir gerade vor wie beim Freibad. Ich sehe mir nur ein bisschen die Schluchten an. What the hell is going on here? Alter! Oder soll ich es euch zeigen? Na komm, wir erkunden jetzt per Flug die restlichen 5 Minuten noch ein bisschen die Gegend. Ich weiß, nennt mich ein Cheater. Ja, okay, das habt ihr schon gesehen. Da hinten ist ein Tempel, aber da gehe ich, wenn dann, zu Fuß hin. Jetzt sehe ich mir nur die Gegend ein bisschen an. Erkunden tun wir noch immer alles zu Fuß, also bitte nichts sagen. Ah, da ist die kleine Doppelschlucht. Da ist eine kleine Absaugung von der Doppelschlucht. Die bei weitem tiefer reingeht als wie die Doppelschlucht, nämlich da war ich schon in der Kopie drin. Da sind ein
Dümpel. Und da sind wir auch schon wieder bei unserer kleinen Farm. Ui. Alter, mach nochmal den Stand. Komm schon, hol ein Schwert. Alter, das ist saugeil. What the hell is going on here? Wir haben noch gute 3 Minuten 42. Alter, in der Kopie war hier irgendwo so ein kleines Hexenhaus. Jetzt trinke ich mal was. Da hinten ist auch noch ein Village. Sind wir aber bereits vorbei am Hexenhaus. Vorbei. Da waren wir schon, oder? Ja. Da kommt Licht raus. Nein, es ist keine Lava. Vergessen. Das war die Verarschung. Alter, mir tut mein Nachbar so leid, nämlich der ist wirklich bekloppt genug, sieht sich meine Let's Plays an und sah mit einer Stereoanlage, die glaube ich die vom Kino übertrifft. Das heißt, er muss sich dieses bekackte Gesinge von mir in Stereo mit einem fetten Bass noch anhören. Also, ganz ehrlich, der tut mir jetzt schon leid. Ja, komm, fliegen wir wieder mal zurück. Ist es dahin? Ich bin noch immer auf der Suche vom Hexenhaus. Ich kann mich noch erinnern, es war hier irgendwo. Nein, hier. Seht, da geht's runter. Das heißt, es ist noch eine Höhle. Und dann noch eine. Alter, egal wo ich hinsehe, überall ist eine Höhle. Das deprimiert mich. Ja. Das macht mich aggressiv. Da werde ich aggressiv. Ja. So. Ich hoffe, es hat mir nicht zu böse, dass ich gecheatet habe, aber kommt schon. Es war für einen guten Zweck. Wir haben ziemlich viel gesehen. Komm, Kompass rein. Ja, komm, rein damit. 17 Sekunden haben wir noch und 14, 13, 12, 11, 10, 9. Oh. Komm, fange ich schon mal was Neues an. Oh. Brauch wieder Holz. 3, 2, 1. Danke fürs Zuschauen. Und Tschüssikowski, euer Mr. Wolfman. Ach du Heilige. Ich freue mich schon drauf, wenn der Nächste schreibt: Alter, wieso schreist du so ins Ohr? Das hast du echt nicht nötig. Da, ciao.